Ganz ehrlich, helfen Sie wirklich jedem, der Ihre Hilfe benötigt? Oder sagen Sie schon mal, ach, soll der sich doch selbst helfen? Mir hilft ja auch keiner. Warum helfen Menschen anderen? Und welchen Menschen helfen wir überhaupt? Dem gehen wir jetzt mit spannenden Experimenten nach und klären, ist Hilfsbereitschaft angeboren? Diese Bilder sollen der Beweis sein. Ganz kleine Kinder sind von Haus aus hilfsbereit. Man hat lange Zeit die Hilfsbereitschaft von kleinen Kindern unterschätzt. Aber was passiert mit der Hilfsbereitschaft, wenn die Kinder älter werden? Und wie sieht's mit uns Erwachsenen aus? Das überprüfen wir mit verschiedenen Experimenten. Wenn es nach den Kindern geht, ist die Sache klar. Ich habe der Zange geholfen. Können diese Augen lügen? Und welche Rolle spielt die Erziehung? Man muss auch immer brav sein. Wenn man nicht brav ist, strafen wir. Und am Ende die entscheidende Frage, hält sich diese wohl angeborene Hilfsbereitschaft bis ins Erwachsenenalter? Das testen wir mit zwei grundverschiedenen Lockvögeln. Die Leute sind sicher oft selbst die Nächsten. Also, keine Ahnung, könnte sein, dass man doch eine Weile steht. Das alles wollen wir herausfinden. In diesem Kindergarten in Berlin, morgens 8 Uhr. Die Kinder ahnen noch nichts. Auf den ersten Blick scheint hier alles sehr sozial abzulaufen. Kannst du dem Jonas helfen mit den Schuhen? Der schafft das nicht alleine. Wir als Kita achten da sehr drauf, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Ja, wir fördern das auch, wir motivieren die Kinder, sagen auch oft, sie sollen mal ein bisschen gucken, auf Umsicht achten, wie geht's den anderen, wie fühlen sich andere in bestimmten Situationen. Und ja, das ist uns sehr wichtig. Aha. Wie umsichtig sie wirklich sind, wollen wir in unserem ersten Experiment herausfinden, dem Löffeltest. Die Kinder in unserem Test sind 3 Jahre alt. Wie steht es wohl bei denen um die vermeintlich angeborene Hilfsbereitschaft? Für den ersten Versuch lässt eine Erzieherin einen Löffel fallen. Zunächst hilft niemand. Doch dann tut sich was. Die 3-jährige Pippa ist aber die einzige, die aufgestanden ist. Alle anderen bleiben sitzen. Ich wollte Steffi helfen, weil der ihn runtergefallen ist. Wollte Pippa nur aufräumen oder war es tatsächlich Hilfsbereitschaft? Na, Pippa ist generell ein hilfsbereites Kind. Ihre große Schwester war auch schon bei uns, die war ähnlich, also hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Erziehung zu tun. Wir fragen nach bei Professor Robert Hippach von der Universität Leipzig, der das Sozialverhalten von Kindern erforscht. Wir wissen, dass Kinder sehr schnell über Beobachtungslernen ihre Flexibilität im Hilfeverhalten erweitern. Das bekommen sie vorgelebt in ihrem Elternhaus. Geschwisterkinder haben einen Einfluss. Die Atmosphäre in Kindergärten hat einen Einfluss. Ja, Erziehung ist bei 3-Jährigen schon ein wichtiger Faktor. Anders als bei den ganz Kleinen. Die 14 Monate alten Kids waren im Test des Max-Planck-Instituts bedingungslos hilfsbereit. Doch schon mit 3 Jahren kommen andere Faktoren dazu. Stichwort soziales Verhalten. Im zweiten Test setzen wir eine andere Erzieherin ein, um einen möglichen Sympathiebonus auszuschließen. Wieder hilft zunächst nur Pippa. Doch auch ihre Freundin Aisha wird aufmerksam. Sie nähert sich dem Geschehen. Und tatsächlich, auch sie hilft diesmal mit. Und das hat einen guten Grund. Es muss irgendwann in der Entwicklung der Kinder diesen Aha-Moment geben, dass sie sich dessen bewusst werden, dass es eigentlich viele gute Gründe gibt, sich hilfsbereit zu zeigen. Kindern wird, wenn sie in den Kindergarten kommen, viel schneller bewusst, dass sie mit Hilfsbereitschaft kooperative Allianzen schmieden können. Das heißt also, anders als bei den ganz Kleinen handeln Pippa und Aisha nicht ganz uneigennützig. Denn im Alter von ca. 3 Jahren kommt das soziale Verhalten hinzu. Wer hilfsbereit ist, mit dem spielen die anderen auch lieber und man geht netter miteinander um. Aber warum
Und schön. Der nächste Schritt kommt dann mit ca. 5 Jahren. Dann spielen auch strategische Überlegungen eine Rolle, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Wie das funktioniert, soll der Kartentest zeigen. Ole und Carlo sind 5 Jahre alt. Beim Schranköffnen passiert Erzieherin Sandra das vermeintliche Missgeschick. Wie reagieren die Jungs? Sie scheinen einen Plan zu haben und eilen sofort zu Hilfe. Der 5-jährige Ole hat seine ganz eigene Begründung dafür. Uno-Karten müssen steglichst sauber und vorningsmal gehalten werden. Also geht es nur um Ordnungsliebe oder steckt Kalkül dahinter? Ich habe die Karten aufgehoben, weil ich sie lieb habe, weil sie sich sonst nicht bücken muss. Und außerdem, sie sollte sich hinsetzen. Um endlich ein Buch vorzulesen. Hinter der Hilfeleistung der Kinder steckt also auch Eigennutz. Es gibt auf jeden Fall bei den deutschen Kindern keinen Aufräumimpuls. Der zweite Faktor ist, dass ich mir immer bewusster werde, welchen Nutzen Helfen für mich hat. Wenn ich jemandem helfe, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie mir auch später hilft. Und in diesem Zusammenhang wäre das also absolut nachvollziehbar, dass der Erzieherin umso mehr geholfen wird, damit das eigentliche Ziel, nämlich gemeinsam lesen zu können, schneller verfolgt werden kann. Also, Hilfsbereitschaft scheint tatsächlich angeboren zu sein. Doch schon mit 3 Jahren checken die Kids, mit Hilfsbereitschaft kann ich mir Freunde machen. Und mit nur 5 Jahren erkennen sie, dass sie durch Helfen ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Und wie ist das bei Erwachsenen? Helfen oder nicht? Diese Frage begleitet uns das ganze Leben. Aber von welchen Faktoren lassen sich Erwachsene dabei beeinflussen? Das will unsere Reporterin mit dem Kinderwagentest herausfinden. Ein Klassiker. Wer wird helfen? Also meine Erwartung für heute, die Leute sind sich ja oft selbst die Nächsten. Also keine Ahnung, könnte sein, dass man doch eine Weile steht, weil sie alle mit ihrem Handy oder sonst was beschäftigt sind. Mal sehen. Wir filmen mit versteckter Kamera, um ein möglichst realistisches Ergebnis zu bekommen. Erstmal tut sich gar nichts. Alle gehen vorbei. Hilfsbereitschaft, Fehlanzeige. Warum ist das so? Ja, der Aspekt, der bei den Erwachsenen noch stärker zum Tragen kommen wird, ist dieser sogenannte Bystander-Effekt. Dass man in der Anwesenheit anderer, die nicht eingreifen, auch selber weniger motiviert ist, einzugreifen. Das wäre aus der Sozialpsychologie einer der Klassikerbefunde, der sicherlich bei Erwachsenen mehr zum Tragen kommt als bei Kleinkindern. Wir steigern das Experiment. Unsere Reporterin packt selber an. Ja, das wäre nett. Wollen Sie hier? Ja. Okay. Dankeschön. Sie ist die Erste, die heute hilft. Von circa 100 Leuten, die vorher alle vorbeigelaufen sind. Dankeschön. Vielen Dank. Warum hat diese Frau geholfen? Na, ich war auch mal in derselben Situation. Ich stand da auch ewig und hat mir Kinder geholfen. Das ist schon also eine Schweinerei. Ja? Man muss schon helfen, finde ich. Damals, als aber schon Jahre her, stand ich mit dem Kinderwagen. Und dann gab es halt so eine dusselige Antwort. Ich war ja auch nicht dabei, als du das gemacht hast. Und so eine Ansage. Und tatsächlich helfen dann doch noch einige Menschen, trotz schwerer Beladung. Auffallend? Es sind vor allem Frauen und Mütter. Warum? Ja, genau. Ja, ich bin auch Mutter. Ich habe jetzt ein Enkelkind. Und ich weiß, wie schwer das ist, die Treppen hochzukommen. Und außerdem finde ich es wichtig, als Mitmensch zu helfen. Fakt ist, wir helfen Gleichgesinnten, Menschen, die uns ähneln vom Status und Aussehen. Menschen, die im Vergleich zu uns sehr unterschiedlich sind, helfen wir weniger. Wenn diese These stimmt, müsste es unser nächster Lockvogel ziemlich schwer haben. Wir schicken jemanden, der optisch nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Mimi transportiert zudem kein eigenes Kind, sondern eine Kiste Bier. Wer wird helfen? Bisher hatte ich eigentlich immer Glück gehabt mit hilfsbereiten Berlinern, aber mit so einem großen Bollerwagen mal sehen. Also ist doch schon noch eine andere Nummer als mit einem Reisekoffer. Zunächst hilft tatsächlich niemand, auch dieser Mann nicht. 15 Minuten steht sie da.
Auch als Mimi selber anpackt, keine Reaktion. Sie muss konkret jemanden bitten, ihr zu helfen. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht helfen mit dem Bollerwagen? Ich krieg den alleine nicht hoch. Den Bollerwagen hochzutragen, ich krieg den gerade nicht hoch, weil ich einen Kasten. Ja, genau, das ist ja super nett. Genau, weil alleine, der ist ein bisschen groß. Super. Vielen, vielen Dank. Danke. Alle Menschen, die Mimi danach anspricht, sind tatsächlich bereit zu helfen. Unser Experiment hat gezeigt, ganz kleine Kinder helfen uneigennützig. Doch schon Dreijährige helfen nicht mehr jedem. Sie selektieren, auch aus eigenem Interesse. Und je älter wir werden, desto mehr nimmt die Hilfsbereitschaft ab. Sind Erwachsene nur noch berechnend und auf Eigennutz aus? Wenn vielleicht wirklich Not vorherrscht und dringend jemandem geholfen werden muss, ansonsten wären die Konsequenzen sehr drastisch, sehr dramatisch, dass wir dort in diesen impulsiven Situationen dieses spontane, vielleicht etwas purere Hilfsverhalten auch durchaus bei Erwachsenen wieder erkennen können. Und denken Sie immer daran, brav sein